früher oder später. Jeder stirbt. Irgendwann. Wenn du ein Happy End willst, dann hängt das davon ab, wann du die Geschichte beendest. Orson Welles hat das gesagt. Unfug. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Projekt, zu einem Spiel, das einen Mann zwischen Leben und Tod begleitet, in between. Wenn ich das richtig verstehe oder richtig in Erinnerung habe. Ein paar Wochen geben sie mir noch. Das war's dann. Ja, genau. Oder auch nicht. Wer weiß davon? Manchmal hast du ein Leben und manchmal nicht. Und die meiste Zeit hängst du irgendwo dazwischen, in between. Er weiß, dass er wohl bald sterben wird. Es gibt da wohl so ein psychologisches Modell, das dann... Das ist das Happy End eines Mannes, der stirbt. Ja, ist doch gut. Lass mich doch mal was erklären. So ein psychologisches Modell. Keine Ahnung, wie das genau abläuft, aber das unterteilt das wohl in mehrere Phasen. Und darauf basiert wohl dieses Spiel. Ich habe jetzt zwar schon ein paar Levels angespielt, um zu schauen, ob es funktioniert. Aber ich weiß ehrlich gesagt noch nicht so ganz, worum es wirklich geht. Und ich würde aber sagen, wir fangen einfach mal an. Was ist eigentlich oben oder unten? Ist unten immer da, wo die Füße draufstehen? Es handelt sich dabei um einen, wie gesagt, um einen Puzzle-Plattformer. Und der Witz hierbei ist, dass ich nicht springen kann, sondern ich kann die Gravitation in alle möglichen Richtungen drehen. Allerdings kann ich das nur tun, solange ich mit den Füßen auf dem Boden stehe. Und was sind Leben und Tod? Ist das eine das Gegenteil vom anderen? Oder sind sie nur eine Frage der Perspektive? Ups. Vor Schmerz zerbürst die ganze Welt. Ja, nein! Genau, ich kann, wie gesagt, halt nur... Ich kann in der Luft nicht die Richtung wechseln. Aber hier kann ich das zum Beispiel tun, um dann hier nach oben zu fallen. Und dann hier nach unten und dann... Hey, da habe ich getroffen! Jetzt muss ich... Ah, ich kann einfach nach rechts. Das ist ja noch einfacher, als ich dachte. Es ist ein interessantes Konzept. Hindernisse, sagte mein Vater einmal, sind Werkzeuge. Nur ein Idiot zerstört oder ignoriert sie. Ich habe ihn gefragt, wie er das gemeint hat, aber er wollte sich eine Talkshow ansehen. Und ich musste ins Bett. Es war eine Wiederholung. Ah, ich kann natürlich schieben, diese liebe Box. Allerdings, wenn sie mich von oben her trifft, dann bin ich tot. Das heißt, ich müsste jetzt... Weiß nicht, wer fällt denn schneller von uns beiden? Wahrscheinlich ich, ne? Ne, die Box fällt schneller. Kann die da hoch? Ja, kann sie, aber da kriege ich sie nicht mehr zurück. Ah, schau mal einer an. So funktioniert das doch. Von wegen Werkzeugsprecher. Das geht auch ohne die Box. Haha. Aber wie man gesehen hat, die Box ist die gleiche. Sterben nur das Überschreiten einer eingebildeten, unscharfen Grenze. Die Gravitation drehe ich und deswegen fällt die Box in die gleiche Richtung wie ich. Und ich hoffe mal, die überlebt die Stacheln. Mein Vater war Buchhalter. Ich habe ihn langsam sterben sehen. Eine Fernsehsendung nach der anderen. So, wie komme ich jetzt da runter? Ich schätze mal, ich brauche diese Box. Genau, die hängt dann fest in den Stacheln. Hä? Was? Was habe ich jetzt verbockt? Was? Was war das denn? Was habe ich denn da gemacht? Das war doch alles in Ordnung. Oder was habe ich jetzt falsch gemacht? Ach, werde ich ein bisschen größer oder was in die Querrichtung? Das wäre ja ätzend. Das wäre sehr ätzend. Ist mir beim Testspielen aber auch nicht aufgefallen. Gut, soviel zu der Theorie mit der Gravitation. Die linke Box fällt genau andersrum wie die rechte. Und damit genau andersrum. Ah!
Wenn das Ende des Weges wieder der Anfang ist, ist das alles, was der Kreislauf des Lebens zu bieten hat? Damit genau andersrum als ich. Und diese hier scheinbar auch. Naja, und die da links auch wieder. Okay, also doch keine Gravitation. Ich muss da hin, ne? Okay. Die zerquetscht mich doch bestimmt auch, die Box, oder? Ich probier das mal aus. Ja, natürlich. War ja irgendwie auch klar. Aber ja, ich bin sehr gespannt, was dieses Spiel sowohl gameplay-technisch als auch... Naja, da geht das auch. Ich habe sie kurz gebremst, die Box, aber... Das hat nicht gereicht, um mich wieder zurückzudrehen. Ich wollte das einfach nur kurz ausprobieren, solange die Levels noch einfach sind. Ich bin sehr gespannt, was dieses Spiel gameplay-technisch und auch story-technisch zu bieten hat. Einmal war der Fernseher in der Kultur. Da hatte ein Schneemann mit mir gebaut. Ich habe ihn selten so fröhlich gesehen. Dann kam der Fernseher zurück. Ja, Fernseher sind böse. Mein Bewegungsspielraum wird enger. Dinge, die gestern noch leicht fielen, reißen mich jetzt in Stücke. Okay, diese Teile fallen schneller als ich, oder? Ja. Die fallen schneller als ich. Ups. Ups. Okay, kann ich da unten rein? Ja, ich kann da unten sogar rein. Interessant. So, das hat funktioniert. Wie komme ich jetzt darüber? Das ist ja genau symmetrisch. Das dürfte keinen großen Unterschied machen. Ich kann leider nicht nach rechts. Da sind überall Stacheln. Aber ich kann einfach so durch. Achso. Ja dann. Das war ja einfach. Noch eine kleine Sache. Ich würde hier die Folgen ein bisschen kürzer halten. Im Sommer fand ich meinen Platz unter der großen Ulme im Garten. Die Welten in meinen Büchern trauten sich dort hervor. TV-Geräusche jagten ihnen Angst ein. Sehr cool. Ich habe gerade gemerkt, ich kann in der... Also wenn ich rechtzeitig umdrehe, dann drehen diese Stachelteile in der Luft um. Finde ich gut. Was war das denn jetzt? Aber brauche ich gar nicht. Geht auch ohne. Wie komme ich da jetzt rüber? So, zum Beispiel. Genau. Genau, ich wollte die Folgen hier ein bisschen kürzer halten, weil... Dinge verschieben sich. Wege, die mal offen waren, sind versperrt. Man muss rausfinden, wie es weitergeht. Weil ich nicht glaube, dass so ein Puzzlespiel... allzu interessant sein wird... Für die Zuschauer, verdammt. Aber vielleicht täusche ich mich da auch. Schreibt mir einen Kommentar, wenn ihr wollt, dass ich längere Folgen mache. Wie immer. Dürft mir gerne Kommentare schreiben und ich gehe da natürlich auch darauf ein. Das war jetzt einfach. Andererseits will mir dieses Level wahrscheinlich nur beibringen, wie ich diese Plattform benutze. Dachte ich es mir doch. So, wie komme ich darüber? Ich muss die wahrscheinlich irgendwo mittig platzieren, schätze ich mal. Um dann da drauf zu gehen und dann wieder runter. Okay. Ich krieg das hin. Ich muss hier ganz rüber. Siehste mal, funktioniert doch. Okay, ich muss nach rechts laufen. Was? Da ist ein Pfeil. Kann ich da wieder rein? Okay. Ich kann da wieder rein. Jetzt muss ich die Plattform wahrscheinlich ein bisschen hier rüber holen. Ach nee, warte mal. Muss ich gar nicht. Die kommt ja gleich rüber, wenn ich hier rüberlaufe, ne? Na, vielleicht noch ein bisschen. Noch ein
bisschen heiß. So. Genau. Ah, Moment. Da ist ja noch eine andere. Da ist ja noch eine. Okay, und solange ich mich in der Luft bewege, bewegen sich die Plattformen nicht. Das heißt, ich kann jetzt hier den hier machen. Hier durch. Sehr gut, sehr schön. Ein schönes Level zur Einführung damit, was die Plattformen hier tun. Und dass es auch Senkrechte davon gibt. Moment, hä? Jetzt bin ich wieder hier? Ach, das ist wohl das Ende. Ah, jetzt verstehe ich das. Unten ist die Levelleiste. Und der Pfeil nach rechts bringt mich wohl zum nächsten Level. Und das Tor links bringt mich direkt zum Ende. Ist das vielleicht so gedacht, dass man... Wenn man überfordert ist, abkürzen kann. Sind komplex. Das lernt man, wenn man älter wird. Und man wird ziemlich alt, bevor man das erste Mal im Leben wirklich was begriffen hat. Und gerade wo es soweit ist, soll ich sterben. Huiuiuiuiui. Wie? Ah, so. Nein, das war zu langsam. Verdammt. Ich glaube, diese Box muss nach rechts auf den blauen Schalter. So, jetzt einmal hier rüber. Dann hoch. Und dann nach rechts. So, wenn ich jetzt nach oben gehe, dann muss ich gleich wieder nach links. Genau. Ist das schon hoch genug, um hier hängen zu bleiben? Ja, ist es. Das heißt, ich kann jetzt hier runter. Ach, guck mal, ich habe diese Plattform noch. Wie schön. Kann ich jetzt aber... Ah, ich kann jetzt hier rüber. Und, ah, wow, sehr schön. Das gefällt mir. Das finde ich gut. Und hier sind jetzt leider keine Hindernisse mehr. Ist ein bisschen schade. Was? Noch einer? Ach so, haha. Moment. Das geht so nicht. Ich muss nach unten. Und danach gleich nach links. Verdammt! Na, komm schon. Ah! Ich will, dass sie anfängt zu fallen und dann gerade hier... Ja! Moment, was? Wie soll das denn gehen? Ach so, haha, natürlich. Ich kann ja einfach die da oben wegtun. Ist ja irgendwie logisch. Okay, cool. Da habe ich ein bisschen... braucht. Aber jetzt müsste ich doch zum Ende kommen, oder? Ich mache beim Sterben einfach nicht mit. Keine Ahnung. Andere mögen mit der Herde mitlaufen. Ich nicht. Nicht alles folgt den Regeln. Krankheiten nicht. Das Leben sowieso nicht. Manchmal muss man einfach tun, was sonst nie klappt. Also ich stehe gerade in diesem... diesem grünen Feld da drin. Und egal, was ich tue, ich bleibe unten stehen. Was? Das gibt mir auch eine 9. Wie gemein. Das... Naja, okay. Das macht unter anderem halt auch, dass ich da gerade nicht selber runterkomme. Ich muss aber jetzt aufpassen, dass mich das Teil nicht... Ah, genau. Ich habe hier natürlich die Stacheln und kann da nicht rüberlaufen, weil ich ja nicht nach oben komme, sondern nur die Boxen beeinflussen kann. Aber ich kann natürlich die Gravitation beeinflussen und damit diese Box nach unten holen und dann auf den Schalter schieben, der hier das Ding ausfährt. Sehr gut.
Und auch die Box im grünen Feld bleibt jetzt von der Gravitation unberührt. Interessant, okay. Gut zu wissen. Ich habe als Kind im Sommer gerne draußen geschlafen. Im Zelt. Aber es ist nie abgebrannt. Na, Hilfe! Die Dunkelheit! Sie verfolgt mich! Die Dunkelheit jagte mir oft Angst ein. Wenn du ihr ins Auge blickst, sagte Mutter, dann bekommt sie Angst vor dir. Echt? Oh, wow. Was ist da hinten? Ach, da kann ich nicht hin. Schade. Interessante Wohnung. Ich kann jetzt die Dunkelheit zurückbringen mit der Taschenlampe. Verleugnen. Das ist dann wohl die zweite Phase. Was passiert, wenn mich die Dunkelheit einholt? Nichts? Ich sehe halt nichts mehr. Okay. Nö, da passiert doch gar nichts. Na, ab ins Zelt. Man darf die Dunkelheit nicht an sich heranlassen. Das ist der ganze Trick. Wer sagt denn, dass Ärzte immer recht behalten müssen? Ja, genau. Aber ich würde mal sagen, dieses neue Element der Dunkelheit, das testen wir in der nächsten Folge aus. Bis hierhin erstmal danke fürs Zuschauen. Und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei.